In diesem Tutorial zeigen wir dir das Springen mit dem Moonhopper, die absolute Lieblingsdisziplin von Lukas und Ewald. Bevor du das Seil in die Hand nimmst, solltest du auf jeden Fall das Springen mit dem Moonhopper üben. Halte dich bei deinen ersten Versuchen am besten bei einem Partner oder so wie wir bei einer Sprossenwand an. Achte darauf, dass der Gummiball genau mittig mit den Füßen festgeklemmt wird. Weiter sollte die Standfläche immer in etwa waagrecht sein. Auf keinen Fall solltest du mit der Kante der runden Scheibe den Boden berühren. Richte dich auf und achte auf eine gute Körperspannung. Sobald du merkst, dass du mit dem Ball gleichmäßig nach oben federst, probiere, ob es ausreicht, dich nur mit einer Hand festzuhalten. Der nächste Schritt ist dann das freie Springen mit dem Moonhopper. Du kannst dir hier, wenn du möchtest, auch einen kleinen Parcours aufbauen, um das Springen erst einmal zu festigen. Wenn du das Springen am Moonhopper perfektioniert hast, kannst du auch schon zum Seil greifen. Nimm eventuell ein etwas längeres Seil, durch den Moonhopper bist du ja etwas größer. Das Springen selbst ist keine besondere Schwierigkeit, wenn du bereits Seil springen kannst. Eher im Gegenteil, dadurch, dass du mit dem Moonhopper etwas höher springst, hast du mehr Zeit für deine Armbewegungen. Lukas zeigt dir hier das Kreuzen, aber auch Drehungen und Rückwärtsspringen könntest du ausprobieren. Doppeldurchzüge sind am Moonhopper natürlich einfacher. Wie beim Trampolinspringen hast du auch beim Moonhopper-Springen durch die Sprunghöhe mehr Zeit, das Seil zwei- oder dreimal durchzuziehen. Der Moonhopper ist also auch ein guter Tipp, wenn dir der Double Under am Boden noch nicht ganz gelingt. Viel Spaß beim Üben! Hier findet ihr weitere Videos. Und hier findet ihr die Playlist mit allen Rope Skipping Tutorials.